Es sind Aufnahmen, wie man sie aus Mitteleuropa nicht kennt. Ein Hubschrauber nur wenige Meter über der Tribüne des Stadions in Malabo, in dem Minuten zuvor noch Äquatorial Guinea und Ghana um den Finaleinzug beim Afrika-Cup gespielt hatten. Schon während der Partie werfen Fans des Gastgebers gefüllte Flaschen und andere Gegenstände aufs Spielfeld und auf die Gäste aus Ghana. Die flüchten in den Bereich hinter dem Tor. Das Spiel wird knapp 10 Minuten vor Schluss unterbrochen. Kurze Zeit später taucht der Hubschrauber auf. Die Spieler des Gastgebers versuchen vergeblich, auf die wütende Menge einzureden. Dann stürmen Sicherheitskräfte die Tribüne, setzen Schlagstöcke und Tränengas ein. Auch vor dem Stadion kommt es zu Ausschreitungen. Anschließend das Statement des Kapitäns. Ich möchte mich bei den Veranstaltern des Turniers und bei allen für die Vorkommnisse entschuldigen, die heute stattgefunden haben. Wir wissen, dass so etwas in der Fußballwelt nicht passieren darf. Es tut mir leid. Nach einer halbstündigen Unterbrechung wurde die Partie wieder angepfiffen. Ohne ghanaische Fans und vor fast leeren Rängen. Ghana gewann 3:0. Damit steht die Mannschaft im Finale gegen die Elfenbeinküste am Sonntag.